tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Gengar vor. Gengar ist die Weiterentwicklung von Nebulak und Alpollo und hat wie diese einen Geist-Gift-Typ. Somit hat es eine Schwäche gegen Psycho, Geist und Unlicht, eine Resistenz gegen Pflanze und Fee, eine Doppelresistenz gegen Gift und Käfer, eine Immunität gegen Normal und Kampf sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Bodenattacken. Gengars Basiswerte sind ziemlich polarisiert. Während die meisten seiner Werte eher unterdurchschnittlich sind, hat er dafür einen herausragenden Spezialangriff- und Initiativewert. Damit sollte auch klar sein, dass wir hier die EV verteilen, um aus Gengars Stärken am meisten rausholen zu können. Als Wesen nimmt man am besten Scheu, da es für Gengar wichtig ist, so viel wie möglich überholen zu können. Die Fähigkeit Schwebe gibt Gengar eine weitere nützliche Immunität gegen Bodenattacken. Gengar hat seit der 6. Generation auch die Möglichkeit, eine Mega-Entwicklung zu vollziehen. Dabei steigen mit Ausnahme von KP und Angriff alle seine Werte ein wenig und der sowieso schon hohe Spezialangriff erhält sogar einen extra starken Boost. Zusätzlich erhält Gengar in seiner Mega-Form die Fähigkeit Wegsperre. Diese hindert alle Gegner, sofern sie keinen Geist-Typ oder ebenfalls die Fähigkeit Wegsperre oder Ausweglos haben, daran auszuwechseln. Bedenkt allerdings, dass diese Fähigkeit erst wirkt, nachdem Gengar gemegert ist, und bedenkt ebenfalls, dass Gengar durch die Mega-Entwicklung seine Bodenimmunität verliert, die somit sogar zu einer weiteren Schwäche wird. Nun zum Moveset. Matschbombe und Spukball sind Gengars Step-Attacken und zusammen mit Gengars enormen Spezialangriff machen diese auch enormen Schaden. Energieball und Zauberschein sind für die Coverage da, wobei man Energieball auch beliebig durch Donnerblitz ersetzen kann. Zauberschein ist meiner Meinung nach jedoch die als Coverage wichtigste Attacke, da Gengar auf diese Weise Unlicht-Pokémon treffen kann. Als Item bieten sich Gengar eine Menge Optionen an. Folgende drei halte ich jedoch für am sinnvollsten. Zum einen der Lebenorb. Für ein eher fragiles und offensives Pokémon wie Gengar sind 10% der KP ein annehmbarer Preis für 30% mehr Schaden. Der Gengar Need lässt Gengar seine Mega-Entwicklung vollziehen. Bedenkt jedoch, dass Gengar derzeit im Juba ist, wenn er gemegert ist. Zum Schluss noch der Fokusgurt, eine ebenfalls recht offensichtliche Wahl, da Gengar so eine Attacke wegstecken kann und ein weiteres Mal draufhauen kann. Gengars Strategie gestaltet sich ebenfalls als recht simpel. Als Sweeper ist es sein Job, langsamere Pokémon aus dem Weg zu räumen und wegen seiner drei Immunitäten und zwei Doppelresistenzen hat er auch mehr als genug Gelegenheiten, irgendwo reinzuwechseln. Trotz seiner Stärken hat Gengar jedoch eine Menge Feinde, die ihm das Leben schwer machen. Choice Band Sherox kann ihn zum Beispiel mit einem Patronenhieb one-hitten und auswechseln gegen einen Sherox ist auch oft nicht die beste Idee, da Sherox oft auch Verfolgung im Moveset hat. Haltet Gengar lieber in der Hinterhand, wenn euer Gegner einen Sherox im Team hat. Ebenfalls gefährlich sind ziemlich alle Pokémon, die Tiefschlag beherrschen. Nicht zu vergessen natürlich auch alle Pokémon, die Gengar auch ohne Prio-Attacken überholen können. Mega Gengar hat bei diesen zwar schon wesentlich weniger Probleme, da es kaum Pokémon gibt, die ihn überholen können, jedoch hat dieser auch ein paar ganz andere Brocken zu bekämpfen, denn Juba-Pokémon sind schließlich nicht gerade für ihre Samthandschuhe bekannt. Die ganzen Schwächen mal außer Acht gelassen, ist Gengar dennoch ein äußerst starkes Pokémon, das man zu keinem Zeitpunkt unterschätzen sollte. Gengar passt in fast jedes Team irgendwie rein, also ist es schwierig, irgendwelche spezifischen Pokémon zu nennen. Ein physischer Angreifer wie Sumpex, der Gengar offensiv gut ergänzt, ist aber generell nicht verkehrt. Versucht aber im Allgemeinen weniger ein Team um Gengar zu bauen, als vielmehr Gengar als nette Ergänzung in einem Team zu verbauen. Das funktioniert oft viel besser. Das war's jetzt aber von meinem Gengar. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.